Rudi Eichberger aus Ried im Innkreis ist einer der Oberösterreicher, die beruflich täglich mit dem Tod zu tun haben. Denn er ist Bestatter und Totengräber in dritter Generation und da quasi hineingewachsen. Es ist ein bisschen wie in die Wiege gelegt worden. Mein Großvater, die haben daheim früher Tischlerei gehabt und da ist die Bestattung nebenher ein bisschen gemacht worden. Bei meinem Vater ist es dann sehr konkreter geworden. Der hat sich auf eine Ausschreibung hin bei der Stadtgemeinde Ried im Innkreis als Bestatter beworben. Vor 14 Jahren hat Rudi Eichberger dann das Unternehmen wiederum von seinem Vater übernommen. Spurlos an ihm vorüber geht der Joballtag nicht. Jedoch hat er gelernt, damit umzugehen. Man muss schon manche Sachen ein bisschen abschlucken können. Aber ich sage jetzt einmal so, wenn man bei der Bürotür reingeht, dann ist halt auch oft so der Vorhang Job, der was fällt. Und somit muss man es auch irgendwo ein bisschen aus der Perspektive mit einem Abstand einfach sehen. Ein guter Bestatter nimmt im besten Fall die Familienangehörigen, bildlich gesprochen, an die Hand und führt sie durch die nötigen Schritte. Der Leichnam wird abgeholt und für die Beerdigung vorbereitet. Am Folgetag oder je nachdem, wie es sich halt von der Familie ausgeht, kommen dann die Familienmitglieder, eine, mehrere Familienmitglieder zu uns und es wird dann dort die Trauerfeier dementsprechend koordiniert. Bis in die 90er Jahre sind 8 von 10 Beisetzungen Erdbestattungen gewesen. Bis heute hat sich das gedreht. Am Rieder Waldfriedhof sind es derzeit sogar fast 95% der Menschen, die sich für eine Kremierung, also in weiterer Folge für eine Urne, entscheiden. Damit ist man nicht mehr so an einen Friedhof gebunden. Früher war es ja so, naja, wenn jemand erdbestattet war, dann war der auf dem Friedhof. Aber oft ist dann auch so, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt umziehen, ich möchte aber meine Lieben auf den neuen Friedhof, wo ich jetzt meine neue Umgebung habe, kann ich sehr unkompliziert die Urnen eigentlich auch mitnehmen, was wir auch feststellen, was regelmäßig passiert. Neben der klassischen Erdbestattung oder der Urne gibt es auch noch eine neuere Form der Gräber. Diese zeichnen sich durch ein schlankeres Erscheinungsbild aus. Das heißt, ich muss keinen Grünbereich oder ich habe dort keinen Bereich, wo ich anpflanzen kann. Dahin muss man sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten von den Stellen, im klassischen Stein oder eben, wie man es da jetzt sieht, auch mit Metall und Glas. Es sind an und für sich, die Stellen am Rieder Friedhof sind alle säulenförmig angeordnet. Bestatter sein verlangt Rudi Eichberger manchmal viel ab. Dennoch ist er es gerne. Ich stelle das eigentlich aber sehr an den Tagen, wo die Begräbnisfeiern an und für sich sind und wenn dann wirklich die Familienmitglieder nur mit zukommen und einfach ein ganz einfaches Danke sagen, dass das so reibungslos und trotzdem für die Familie schön war, dann muss ich sagen, dann gibt dann das schon was. So ein Dankeschön ist manchmal einfach wirklich was wert. Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen, ist für ihn nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung.